Outtake-Video. Ja, Outtake, ja. Herzlich willkommen beim HTL-Ball Hollabrunn. Hör auf ins Lachen. Herzlich willkommen beim HTL-Ball 2015 in Hollabrunn. Wir sind hier als F4. Mein Name ist Tom. Sein Name ist Georg. Es ist momentan noch nicht viel los, aber wir sind guter Dinge, dass es heute noch legendär wird. Was sagst du dazu, dem Ganzen? Wie wird der Ball für dich heute werden? Ich glaube, es wird jetzt so richtig fett, es wird so richtig eskalieren. Wir werden auf jeden Fall mal immer die Augen und Ohren offen halten. Wir werden euch regelmäßig Berichte erstatten von heute Abend. Und ich wünsche euch viel Spaß bei den folgenden Bildern. Leute, kommt mal mit, wir fragen die ersten HTL-Barbetreiber, wie es so wird und mal schauen, was sie einfach so zu uns sagen werden. Die letzte Ölung habe ich schon gelesen und das Trinkdanker hängt auf der Aerostar-Flasche. Ich meine, was habt ihr wirklich vor? Er sagt nichts. Die letzte Ölung? Ja, da gehen wir heute voll saufen. Das wird sicher so. Da werden die Leute da liegen. Wie wird es heute? Leute. Nein? Nicht? Jetzt? Du bist heuer wieder gebucht worden. Ja. Scheinbar hast du vorher gesagt, das auch gut gemacht. Ja, scheinbar. DJ Selector kennt ihr? Nein. Du? Nein. Ich finde einfach, die Mischung macht's aus. Die Mischung von House, EDM, Rock, Pop, Jazz, Hip-Hop, alles machen wir heute. Und das hat beim letzten Mal super funktioniert. Ich habe mir nicht nur an eine Musikrichtung gehalten, sondern bei so einem Ball wie heute, da macht es einfach die Mischung aus. Erfolgsrezept Nummer 1, gute Veranstaltung, ein guter Ball und jetzt haben sie einen guten DJ dabei und ich freue mich natürlich, dass ich dabei sein darf. Lass dich so einfach aus, oder? Gerade ist vor 2 Minuten hergekommen. Bist du betrunken? Angeheitert, okay. Ich habe die Erwartung, dass es ein extrem lustiger Abend wird, dass wir alle eine Garde haben werden, keiner wird sich streiten und die Burschen, naja, lass uns überraschen, was mit denen passiert. Gell? Ich habe null Erwartungen, aber ich glaube trotzdem, dass es so richtig tief wird irgendwie. Er hat keine Ahnung. Er hat keine Ahnung, was da passieren wird heute. Geile Weiber, so genießt man's Leben. Geile Leute, auf jeden! Eskalation! Amena! Wochenende! Wochenende, Wochenende! Einfach nah. Gibt süße Ärsche, schaut euch das an. Ich bin daheim, ich bin daheim. Da erzählst du mir eigentlich was dazu. Wo habt ihr das her? Wo, was kann das? Wie schmeckt das? Ich hab's ehrlich gesagt selber noch nicht getrunken. Gut, da ich persönlich ja Anti-Alkoholiker bin, gebe ich das dann meinem Kameramann, weil der ist wie ein Schluck Specht. Viel Spaß damit. Ich habe gemerkt, rot ist deine Lieblingsfarbe. Ja, weil der Tanga ist auch rot. Also. Ach so, ja, das ist zufällig nicht mein Tanga, den haben die lieben Burschen daneben mir aufgehängt. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Wahrscheinlich haben sie sich den eh kaufen müssen, weil sie keine Freundin haben. Der ist frisch gewaschen, kein Problem. Dominik, normal übergib ich dir die Pistole, gell? Das weißt du aber eh. Schieb dir eingesteckt. Wenn du eine klar machst, mach eine zweite klar für mich. Na, wenn du willst, mach mal Nummern aus. Wenn ich welche finde, mach mal 3. Andrea, Mann. Oder ein Vierer? Ein Vierer natürlich! Der ist immer dabei. Schau her, zoom mal genau da her. Der ist schon geküsst worden. Echt, wahr? Ich seh's nicht. Links und rechts. Ich bin schon bumm zu, ich weiß nicht. Ich meine. Naja, wir haben viel Alkohol getrunken und so. Und? Burschen? Ja, ich habe einen Aufriss gehabt. Was heißt? Einen Aufriss? Ja. Und? War er scharf? Ja, schon, aber er war ein bisschen älter als ich. Du grinst so viel, Vierer da mal. Was hast du mit den Mädels vor? Da war nichts. Was für Erwartungen habt ihr für den HTL-Ball? Sehr große eigentlich, weil alle gesagt haben, ja, es ist urgeil da und urgute Stimmung. Und okay, du? Ja, dass er legendär wird einfach. Was hast du heute genau vor, ohne dass es deine Eltern erfahren? Aha. Ich werde mich wahrscheinlich an okay. Oh. Oh. Die einen saufen es ja, die anderen sein. Einfach, nein. Kennen Sie den Günther Friesenbichler?
Nein, ich bin nicht von der Gegend, ich bin aus dem... Das Video, der hat mir ein Interview gegeben früher. Und der hat mir gesagt, was soll denn das für depperte Frage sein? Hinter Neukirchner, wie froh sind Sie denn, dass der Schiri jetzt abgepfiffen hat? Was soll die Frage jetzt sein? Für was ist die Frage jetzt? Erklären Sie mir das. Okay, was wollt ihr mal wissen? Naja, du hast ja Günther Friesenbicher, der heißt aber nicht so. Nein, Günther... Ach Gott, er ist Reporter. Eine Frage, Waffen sind ja auf diesem Gelände nicht erlaubt. Hinter euch stehen ein paar Securities. Wo sind die Pistolen überhaupt gefunden? Schau her mal. Da ist... Das ist meine Waffen. Die ist ja gut. Schau mal das Kaliber an. Schönes. Bist du aber... Ein 45er ist ein Schuss dagegen. Ja, das ist wahr. Der hat 9mm in der Hose, das passt immer. Wie viel hast du? 5,56? Naja, sowas in Ordnung. Nein, das ist spitz. Oh weh, der hat dann nur einen kleinen. 300 Winchester Magnum. 300 Winchester Magnum. Wieso? Was tut's? Die Zuschauer haben das jetzt nicht mitgekriegt. Dieser junge Mann hat gesagt, seine 300er Winchester Magnum. Seine, genau seine. Die da. Stest Wieso? Ich bin gespannt. Ja, ist so. Ja. Winchester 300, Bombe. Bombe? Bombe. Die Bombe. Die Bombe. Ich habe angeblich gehört, die stehst alles. Ja, keine Ahnung. Interessant oder nicht? Sicher. Leute. Nein, nicht jetzt. Bombe!